Kalimera, liebes Motorradmagazin-Publikum, hier aus Thessaloniki in Griechenland. Ich habe die große Freude, euch die brandneue FXDR heute vorzustellen. Das sportlichste und modernste Motorrad der Softail-Baureihe von Harley-Davidson ab sofort. Das Fahrzeug soll ja an einen Dragster-Sportler erinnern und ob das tatsächlich auch so fährt, wie es aussieht, das habe ich auf 300 Testkilometern heute für euch herausgefunden. FXDR. Meiner Meinung nach nicht gerade ein einprägsamer Name für eine coole Harley. Warum man der neuen Softail keinen prägnanteren Beinamen gegeben hat, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Angeblich soll das nüchterne Kürzel die Besonderheit der FXDR in der Modellpalette unterstreichen. Wie man in Harley-Kreisen hört, war für die FXDR der Beiname Destroyer geplant. Der wurde dann aber doch gestrichen. Schade irgendwie. 29.495 Euro kostet in Österreich das modernste und auch teuerste Modell der ab sofort 10 Fahrzeuge umfassenden Softail-Baureihe jetzt. Knapp 6.000 Euro mehr als die ebenfalls für Harley-Verhältnisse recht futuristische Fat Bob mit 114 Kubik Innentriebwerk. Laut dem US-Hersteller ist die Optik der FXDR eher von athletischen Dragbikes abgeleitet und soll beim Betrachter Assoziationen mit Kampfjets, Pfeilen und ähnlichen ultradynamischen Objekten wecken. Ich persönlich finde, dass das die FXDR tatsächlich gut schafft, denn in Sachen Schnittigkeit, Verarbeitungsqualität und Design leistet sie sich kaum eine Schwäche. Zugegeben, an den überdimensionierten Blinkern, der Kunststoffverlängerung vom Heckkotflügel und dem gigantischen Ansaugkanal an der rechten Seite des Milwaukee 8 V-Twins, der bei der FXDR ausschließlich in der potenten 1868 Kubik-Version verbaut wird, scheiden sich ein wenig die Geister. Abgesehen von diesen Details wirkt die FXDR jedoch beinahe perfekt und für die Kleinigkeiten hat das Zubehörprogramm bekanntlich immer eine Lösung parat. Die 300-Kilometer-Tour hier in Griechenland hat mir jedenfalls ganz schnell eins klar gemacht. Der inoffizielle V-Rod-Muscle-Nachfolger ist ganz bestimmt nichts für sanfte Gemüter. Die Sitzposition im 72 cm niedrigen Sattel erfordert wirklich eine ordentliche Portion Hartgesottenheit vom Piloten. Die weit vorn montierten Fußraster und Lenkerstummeln fixieren den Körper nämlich in einer Position, die ich persönlich auf ausgedehnten Touren vor allem wegen des Fahrtwinds bei höheren Geschwindigkeiten doch als ein wenig anstrengend empfinde. Aber ganz ehrlich, mit einem echten Dragster-Bike attackiert man ja auch vorwiegend auf der Viertelmeile. Im Vergleich dazu ist die FXDR also eigentlich ein richtig feines Reisemotorrad. Zwar leistet der 114er Milwaukee 8 Motor in der FXDR wegen einer eigens gestalteten Auspuffanlage und der Airbox und so weiter nur 91 PS, bei der Fat Bob 114 sind es ja 95 PS, das ist bei einer Harley meiner Meinung nach aber eh völlig zweitrangig. Denn in puncto schubstarker Beschleunigung bleibt die FXDR 114 trotzdem nichts schuldig. Knackige 160 Newtonmeter, also 5 Newtonmeter mehr als die anderen 114er Motoren, bei nur 3500 Umdrehungen reichen am rutschigen und wegen der Wirtschaftskrise ziemlich maroden Asphalt Griechenlands jederzeit für ein durchdrehendes Hinterrad. Langweilig wird's auf der FXDR also garantiert nicht. Weil eine Traktionskontrolle das unterhaltsame Quietschen des 240er Hinterreifens beim vollen Einschenken bekanntlich im Keim ersticken würde, hat man bei der Company wie auch sonst gewohnt erst gar keine eingebaut. Ein ABS ist hingegen schon an Bord und das funktioniert auch wirklich ordentlich. Die Stotterbremse interveniert sehr spät und ermöglicht wegen der erstaunlich souveränen Bremsanlage am Kurveneingang wirklich brachiale Verzögerung. Auch die großzügige Schräglagenfreiheit von knapp 33 Grad ist in der Praxis absolut ausreichend fürs unterhaltsame Kurvenwetzen. Auf kurvenreichen Bergstraßen darf man der FXDR also ungeniert die Sporen geben. Die vorverlegten Fußraster haben höchstens in engen Serpentinen kurzen Fahrbahnkontakt. Trotz der Fahrbereit 303 Kilo wetzt die Dragster Reminiszenz vertrauenserweckend und überraschend flott durch mittlere und weite Radien. Die FXDR kann also wirklich weitaus mehr als nur mit Volldampf geradeaus fahren. Zugegeben, wie das eben bei Breitreifen so ist, braucht der 240er Hinterreifen ein wenig Fingerspitzengefühl und Routine, um die stabile Softail auf einen neuen Kurs zu dirigieren. Trotzdem würde ich die FXDR in ihrem Segment und in ihrer Gewichtsklasse als verhältnismäßig agil bezeichnen. Zu diesem Eindruck passt auch die Abstimmung der Federungskomponenten.
Die wurden von den Entwicklungsingenieuren erwartungsgemäß auf Sportlichkeit getrimmt. Sie sind also ziemlich straff. Kanaldeckel, Schlaglöcher oder Asphaltflickwerk übersteht man im Sattel der FXDR nur dann völlig schmerzfrei, wenn man ihnen rechtzeitig und konsequent aus dem Weg geht. Sonst müssen der Rücken und die Rippen schon gelegentlich ein paar harte Schläge einstecken. Die Gänge des Sechsganggetriebes rasten knackig und präzise ein. Auch die leichtgängige Kupplung kann ich eigentlich nur loben. Das LCD-Instrument im Cockpit fällt für mich persönlich aber ein wenig spartanisch aus. Das minimalistische Display passt aber zugegebenermaßen hervorragend zum reduzierten optischen Auftritt der FXDR 114. Was man hier auf unseren Bildern leider oder vielleicht Gott sei Dank nicht sieht: Während unserer Testfahrt sind wir von einer dunklen Gewitterwolke überrascht worden und es hat in Strömen geregnet. Währenddessen habe ich gelernt, dass die Abdeckung des Hinterreifens nicht nur optisch verbesserungswürdig, sondern auch funktionell eher suboptimal ist. Das Hinterrad schaufelt nämlich ganz ungehindert das Regenwasser kübelweise auf Helm und Rücken. Das war also trotz der landschaftlich schönen Kulisse eher unangenehm. Immerhin hat der heiße Fahrtwind an der trockenen Küstenstraße dann meine Wäsche schnell wieder getrocknet. Was mich persönlich betrifft, kann ich sagen, dass mir das zeitgemäße Design der FXDR wirklich gut gefällt. Und je länger ich das Bike ansehe, desto mehr gefällt es mir. Aber mir hat auch damals schon der erste V-Rod wirklich gut gefallen und da waren ja nicht allzu viele Harley-Fans mit mir d'accord. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr mir unten in die Kommentare eure Meinung zur neuen, modernen Designlinie von Harley-Davidson postet. Warum die Company mehr und mehr von der klassischen, klischeehaften Cruiser-Optik abweicht, ihr wisst schon, aller Easy Rider und Frittatenjacken, ist natürlich klar und wirtschaftlich begründet. Man braucht dringend neue Käuferschichten, schließlich sind die Zeiten für Harley aktuell ja eher schwierig, Stichwort Strafzölle und Donald Trump. Daher steht eine Verjüngung der Produkte und damit das Erobern bisher unangetasteter Kundenkreise ganz oben auf der Agenda der Amis. Vielleicht habt ihr es ja schon auf unserer Website gelesen, in Kürze kommen von Harley ja auch das Elektrobike Livewire, die Reise-Enduro Pan American und ein Streetfighter-Modell mit kleinem Hubraum auf den Markt. Mehr Infos dazu schon jetzt bei uns auf der Homepage, den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung. Das Gute an den unruhigen Zeiten für Harley ist, für uns Motorradfahrer bleibt es in Zukunft ziemlich spannend. Und wir freuen uns schon jetzt auf die Intermod und die EICMA, wo wir für euch natürlich weitere geheime Infos bei Harley Davidson aufzudecken versuchen. Bleibt unserem Kanal also bitte treu, abonniert uns und schenkt mir und der neuen FXDR ein Like. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Clemo.